Als ich den Resolutionsentwurf gelesen habe, habe ich mich schon gewundert, als ich von friedlichen Demonstrationen las. Denn tatsächlich sind Regierungsgebäude in Flammen aufgegangen, sind Polizeibeamte geköpft worden und waren die Demonstrationen schwer bewaffnet. Woher kamen die Waffen? Wir haben es also schon mit einem bewaffneten Aufstand zu tun gehabt. Ich muss erst mal feststellen, dass wenn es zu einem bewaffneten Aufstand kommt, dann ist es das Natürlichste in der ganzen Welt, dass die Sicherheitsbehörden versuchen, den auch schnell wieder mit Waffengewalt zu ersticken. Genau das ist geschehen. Und es ist schnell über die Bühne gegangen. Und es war auch nicht so, dass russische Truppen an der Front gestanden hätten, sondern sie haben rückwärtige Einrichtungen geschützt. Insofern taugt die Geschehnisse in Kasachstan weder dazu, das übliche Russland-Bashing hier im Haus fortzusetzen, noch kann man erkennen, dass die Regierung etwas getan hätte, was nicht eine Regierung anderswo auch getan hätte. Das Interessante ist aber, dass wir immer schnell im Verurteilen sind, ohne dass wir eine Analyse vornehmen. Tatsache ist, dass die kasachische Regierung seit Monaten und Jahren sich bemüht, von ihrer geografischen Eingrenzung zu China und Russland auf der einen Seite und den ethnischen Kontakten zur Türkei auch Kontakte zum Westen aufzubauen. Und dass sie deshalb sich auch öffnen und dass es Reformen gibt. Und die Botschaft, die wir jetzt senden, ist, dass wir sie schulmeistern, dass wir nicht versuchen, beide Seiten zu hören und dass wir letztlich diese Bemühungen konterkarieren. Und diese Botschaft wird auch gehen in alle zentralasiatischen Republiken. Man wird sagen, mit den Europäern können wir nicht zusammenarbeiten, weil wenn hier irgendwas passiert, was wir nicht wollen, dann werden wir von oben herab geschulmeistert. Man bedroht uns mit Sanktionen. Lassen wir es sein. Genau deshalb kann ich Sie nur, wie ich das ja häufig zu tun habe, daran erinnern, dass es an der Zeit ist, zur Diplomatie zurückzukommen, zum Ausgleich, zur Partnerschaft, zum Zuhören und dass die Zeiten, wo Europa den Rest der Welt schulmeistert und nach seinen Maßstäben beurteilt, Gott sei Dank vorbei sind. Kasachstan verdient eine Chance, aber eine, die die Realität berücksichtigt und nicht eine, die meint, alles müsse so laufen wie in der Europäischen Union. Gott sei Dank muss es das nicht. Vielen Dank.